Hi, ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mit ein paar Tipps und Tricks ganz einfach selbst coole Szenen für Screenshots und Videos in The Sims 3 erstellen könnt. Vorbereitung ist natürlich wichtig und zuallererst gebe ich den Cheat Testing Cheats Enabled True ein. Dieser Alleskönner-Cheat ist wichtig und wird für viele weitere Cheats benötigt. Mit diesem Cheat kann ich beispielsweise am Briefkasten mit Shift-Klick alle Sims glücklich machen. Das ist ja recht wichtig, denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn dann die Handrang-Anzeige während der coolen Szene ganz unten ist. Mit diesem Cheat kommt alles wieder in den grünen Bereich. Und ihr könnt auch währenddessen diese Bedürfnisse hoch und runter schieben. Außerdem könnt ihr mit diesem Cheat auch die Beziehungen ziehen, damit beispielsweise bei einer bestimmten Interaktion, für die eine gute Beziehung benötigt wird, dass diese freigeschaltet wird. Außerdem könnt ihr mit diesem Cheat Objekte eurer Wahl löschen. Das gilt auch für Sims. Also wenn jetzt hier diese Paparazzi im Bild steht, klicke ich ihn mit Shift an und wähle Objekt löschen und er ist weg. Als nächstes gebe ich den Cheat Unlock Outfits On ein. Dieser Cheat ermöglicht mir, die Kleidung der Sims auch nachträglich zu ändern. Und auch wenn ich schon eine bestimmte Szene gestellt habe, kann ich das Outfit ändern, ohne dass der Sim in eine andere Pose eben gelangt. Dafür klicke ich den Sim mit Shift wieder an und wähle Sim bearbeiten in Erstelle einen Sim. Doch mit diesem Cheat kann ich nicht nur nachträglich den Sim bearbeiten, es werden Kleidungsstücke freigeschaltet, wie zum Beispiel Karrierenoutfits oder besondere Freischaltungen oder eben Outfits, die nur möglich sind, wie hier durch das bestimmte Merkmal. Ich habe hier Outfits, die zu bestimmten Karrieren oder eben nicht spielbaren Sims gehören. So. Hier dieses Handwerker-Outfit. Und sogar bestimmte Kreaturen, wie hier Brunhilda, kann man hier dann quasi auswählen. Und noch das Hausmädchen-Outfit. Und dasselbe gilt natürlich auch für Frisuren und Hüte, die zu bestimmten Karrieren gehören. Der nächste Cheat, der eventuell wichtig sein könnte, ist Always Allow Built by True. Mit diesem Cheat könnt ihr auch auf dem Grundstück bauen und kaufen, während es zum Beispiel ein Feuer gibt. Wenn ihr also eine Szene habt, bei der ein Feuer ausgebrochen ist, müsst ihr nicht einen alten Speicherstand laden oder eben mit dem Feuer leben, sondern ihr könnt dann auch während des Feuers bauen und kaufen. Der nächste Cheat, der wichtig sein könnte, ist Enable Lot Locking False. Mit diesem Cheat werden zum Beispiel Tauchgrundstücke freigeschaltet oder andere Grundstücke, die aufgrund ihres Typs gesperrt sind. Diese haben dann hier dieses Schloss-Symbol und mit diesem
Cheat könnt ihr diese Grundstücke also entsperren und damit darauf bauen und kaufen. Der nächste Cheat ist Restrict Build by in Buildings False. Dieser Cheat ermöglicht es, in Apartments, wie zum Beispiel in Bridgeport, zu bauen und auch außerhalb der Wohnung. Also nicht nur innerhalb der Wohnung, wie standardmäßig, könnt ihr nur innerhalb eurer Wohnung bauen. Mit diesem Cheat könnt ihr auch die Lobby bauen oder die anderen Wohnungen in dem Apartment, könnt ihr da drin auch bauen. Als nächstes ist es noch wichtig, dass ihr, bevor ihr eure Szene stellt, in die Einstellungen, in die Optionen reingeht und dort schaut, dass beispielsweise die Grafikqualität relativ hoch ist, damit ihr auch schöne Screenshots habt. Dann habe ich hier zum Beispiel die Musik ausgestellt. Wenn ihr Videos macht, wollt ihr nicht immer diese Musik haben. Ihr könnt hier Erinnerungen deaktivieren und zum Beispiel hier auch den freien Willen. Den wollt ihr eigentlich nicht, dass eure Sims dann plötzlich von der Szene weglaufen. Könnt ihr hier abschalten. Könnt hier die Qualität einstellen der Videoaufnahme. Ihr könnt auch die Jahreszeiten deaktivieren oder aktivieren, wenn ihr nicht wollt, dass es plötzlich regnet oder schneit in euren Videos und Screenshots. Und ihr könnt auch bestimmte Sims-Typen deaktivieren, wenn ihr nicht wollt, dass diese plötzlich in euren Videos auftauchen oder auf euren Screenshots. Der nächste Cheat ist Fade Objects Off. Dieser Cheat ist dazu da, dass beispielsweise Bäume nicht verblassen, wenn ihr hinzoomt. Standardmäßig verblassen Bäume, wenn ihr hinzoomt. Es kann sein, dass ihr das nicht wollt in den Videos, aber wenn ihr mit Tab arbeitet, wo dann die Benutzeroberfläche ausgeblendet wird, blenden sich diese Bäume eh nicht aus. Aber wenn ihr eben Screenshots machen wollt, im normalen Modus, dann könnt ihr diesen Cheat anwenden, damit die Bäume nicht ausgeblendet werden. Wenn ihr Stadtaufnahmen macht, wollt ihr eventuell auch hier diese Icons nicht haben. Diese blenden sich zwar auch aus, wenn ihr Tab drückt, jedoch habt ihr noch beispielsweise hier unten, wo der Wetterstein steht und wo der aktive Sim derzeit ist. Wenn ihr diese auch nicht wollt, könnt ihr das mit dem Cheat Map Tags Off komplett abschalten. Wenn ihr Screenshots oder Videos macht und nicht wollt, dass beispielsweise Sprechblasen oder eben dieser Blumbob zu sehen ist, dann macht ihr das mit dem Cheat Hide Headline Effects On. Dadurch wird der Blumbob über dem Sim deaktiviert und Sprechblasen tauchen auch nicht mehr auf. Gansu Ibin. Gonsul Heffeljack. Wie bereits erwähnt, könnt ihr mit der Taste Tab die Benutzerfläche ausblenden und ihr habt weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Zoomen. Das geht zum einen mit der Taste Plus und Minus, mit der Taste Z und X. Und das geht auch mit dem Mausrädchen. Mit den Tasten Q
und E könnt ihr die Kamera heben oder senken. Und mit den Tasten W, A, S, D könnt ihr die Kamera nach vorne, zur Seite oder zurück bewegen. Ihr könnt die Tasten auch gleichzeitig drücken, um eine schräge Kameraführung zu realisieren. Mit der Taste Shift gedrückt halten und A bzw. D könnt ihr den Kamerawinkel neigen. Ihr könnt theoretisch sogar auf dem Kopf die Szene drehen, wenn ihr das wollt. Und mit der Taste C macht ihr einen Screenshot bzw. V macht ihr ein Video. Dann könnt ihr noch bestimmte Kamerapositionen speichern. Dazu müsst ihr einmal Tab drücken. Und wenn ich jetzt hier diese Position speichern möchte, drücke ich die Steuerungstaste und kann dann eine Taste von 5 bis 9 auswählen. Ich habe quasi diese 5 Speicherplätze für meine Kameraposition. Also ich drücke jetzt Steuerung und 5, bewege die Kamera in diese Position, zoome eventuell rein und drücke jetzt Steuerung 6. Wenn ich jetzt die Taste 5 drücke, wechselt die Kameraposition eben zu der gespeicherten Position. Wenn ich jetzt wieder 6 drücke, wird quasi dieser Übergang erstellt. Ich kann also bis zu 5 Positionen gleichzeitig speichern. Ich drücke jetzt hier Steuerung, noch einen Tab rein, Steuerung 7. Und kann dann jetzt zu 5 wechseln und dann wieder zu 7 und dann zu 6, wie ihr das wollt. Und die Kamera passt sich automatisch darauf an. Ich kann auch die Kamera, wie eben gelernt, drehen und diese Position speichern. Ich speichere dies jetzt auf 8. Gehe dann auf Position 7 und die Kamera nimmt auch die Drehung mit. Die Kamera nimmt dann auch den Zoom mit, falls ich den eingestellt habe. Und so kann ich schöne Übergänge animieren. Und Kamerapositionen speichern und dadurch dann auch die Geschwindigkeit von diesem Übergang einstellen. Standardmäßig sind das 2 Sekunden, also wie lange dauert die Kamerafahrt von Position 5 zu 6 beispielsweise. Das funktioniert mit einem Pfeil. Und dieses Pfeil, das ist ein Textpfeil, das könnt ihr mit dem Texteditor öffnen. Das befindet sich auf der Festplatte unter Programme, Origin Games, die Sims 3, Game Data, Shared, Non-Packaged, INI. Und da drin befindet sich die Datei Videokamera INI. Diese könnt ihr mit einem Texteditor öffnen. Und ganz unten findet ihr dann den Eintrag, die Dauer des Übergangs festlegen könnt in Sekunden. Und die Zahl könnt ihr während des Spiels quasi ändern. Und dann ist die Kamerageschwindigkeit dementsprechend langsamer oder schneller. Achtet darauf, dass ihr euch dafür eine Sicherung der Datei macht, falls ihr wieder die Standardwerte zurücksetzen wollt. Und dann könnt ihr eben die Geschwindigkeit der Übergänge selbst festlegen. Übrigens ist es so, wenn ihr euch weiter oben befindet, bewegt sich die Kamera schneller, wie wenn ihr weiter am Boden seid, dann ist die Kamerageschwindigkeit langsamer. Das solltet ihr beachten oder zumindest mal wissen. Ein weiterer wichtiger Cheat ist noch der Move Objects On. Damit könnt ihr im Kaufmodus
Objekte verschieben und sogar auch Sims verschieben. Jetzt rasten die Objekte oder die Sims oft einfach in diese Kästchen hier ein, wie ihr es schon seht. Wenn ihr die Alt-Taste gedrückt haltet, könnt ihr den Sim frei verschieben. Außerdem könnt ihr so ganz einfach eure Szene stellen. Ihr könnt sogar Objekte ineinander platzieren, wenn ihr das wollt. Und ihr könnt auch Objekte, die eigentlich eine Wand benötigen, könnt ihr auch frei platzieren. Und auch Objekte Vorsicht entfernen. Das mache ich jetzt bei Tim nicht. Der nächste wichtige Cheat ist Slow Motion Vis. Und dann gibt ihr eine Zahl ein von 0 bis 8. 0 ist die reguläre Geschwindigkeit und 8 ist eine viel langsamere Geschwindigkeit. Das ist quasi ein Zeitlupen-Cheat. Wenn ich jetzt hier 8 eingebe, dann, ich muss es im Live-Modus machen, Vorsicht. Seht ihr schon, ich bin jetzt im Live-Modus und die Geschwindigkeit ist sehr stark verlangsamt. Dadurch könnt ihr bestimmte Szenen aufnehmen, die eben, bei denen es eben Sinn macht, diese langsam zu zeigen. Und wie gesagt, 8 ist das langsamste und 0 ist die Normalgeschwindigkeit. Alles andere bewegt sich übrigens in der normalen Geschwindigkeit weiter. Also wenn ihr jetzt hier irgendwo andere Sims auftauchen oder Autos oder das oder eben die ganz normale Zeitsteuerung, also das Licht, die Sonne, die bewegt sich übrigens gleich schnell. Also Normalgeschwindigkeit. Nicht in diesem verlangsamten Zustand. Diese Cheats wurden in Tim-Videos oft angewendet und ich möchte euch jetzt zeigen, wo genau diese Sinn machen. In dieser Szene seht ihr die Verlangsamung mit Slow Motion Vis. Die hat einfach Sinn gemacht bei dem Basketballspiel von Tim. In dieser Szene seht ihr ein Gespräch und ein paar kurze Kamerafahrten und die Sprechblasen sind ausgeblendet. Hier seht ihr einen Übergang, der relativ flott geht. Und in diesem Video seht ihr einen langsameren Übergang, der hier einfach Sinn gemacht hat, um die Stimmung eben zu wahren. Hier habt ihr mehrere Kamerafahrten und Objekte werden nicht ausgeblendet. Sprechblasen gibt es auch nicht. Hier seht ihr ein Video, auf das mit der Kamerafahrt und dem Zoom Anwendung gefunden hat. Da wurde einfach auf das Babyphone fokussiert. So könnt ihr das einsetzen. Hier haben wir mehrere Kombinationen. Einmal einen Stadtflug, einmal von oben runter und dann eben wie Tim rennt. Das wurde mehrfach aufgenommen, also nicht gleichzeitig. Tim musste also mehrmals laufen. Hier habt ihr eine Begrüßung. Beide Sims winken Tim zu. Das geht so im Spiel eigentlich nicht. Das wurde mit dem Movie Maker Cheat Enable True Cheat realisiert. Damit könnt ihr bestimmte Interaktionen quasi befehligen, die sonst so nicht möglich sind, mit normalen Interaktionen im Spiel. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Tim, der Sim, ist ein Zombie. Nein, nicht wirklich. Diese Szene haben wir gestellt. Und das haben wir mit dem Movie Maker Cheats Enabled True Cheat gemacht.
Und dadurch werden bestimmte Animationen freigeschaltet. Wenn ihr mit Shift auf euren Sim klickt, erscheint hier dieser Button Animation. Ja, das ist ein Foto wert. Und hier gibt es dann vier verschiedene Optionen. Ihr könnt bestimmte Animationen abspielen, bestimmte wiederholende Animationen abspielen, bestimmte Inaktivitäten abspielen und bestimmte wiederholende Inaktivitäten abspielen. Der Unterschied ist einfach, dass diese Animationen, wenn ihr hier eine Animation auswählt, diese nur einmal ausgeführt wird, und bei diesen beiden befinden sich die gleichen Animationen dahinter, aber diese werden immer wiederholend abgespielt. Also wenn die Animation beendet ist, wird diese von neuem von vorne begonnen. Bei bestimmten Animationen findet ihr einmal die Merkmale, die ihr auch schon aus dem Cast kennt. Ihr seht hier die Begrüßungen, wie eben in diesem Video von Tim, wo zwei Sims, die eben winken. Dann habt ihr hier verschiedene soziale Interaktionen, Animationen. Ihr müsst die einfach durchklicken und schauen, was sich dahinter verbirgt. Es sind ziemlich viele, es sind wahrscheinlich alle Interaktionen, die es im Spiel gibt. Und hier könnt ihr diese eben ausführen lassen von dem Sim, den ihr mit Shift anklickt. Bei bestimmter Inaktivität gibt es Inaktivitäten im Stehen, wie zum Beispiel, dass sich der Sim hier an der Nase kratzt oder die Arme stretcht, die Schulter rollt, in eine bestimmte Richtung schaut. Dann gibt es Inaktivitäten im Sitzen. Diese führen der Sim eben auf einem Stuhl aus in der Nähe. Dann gibt es die Merkmal-Inaktivitäten. Das sind eben alle Merkmale, die ihr auch schon aus dem Ersteller in Sim-Bereich kennt. Ich habe hier Boring ausgewählt. Dann gibt es noch weitere, wie hier die Stimmungsinaktivitäten. Diese hängen mit den Stimmungen zusammen und also die ihr bekommen könnt. Es gibt hier die unterschiedlichsten Animationen. Dann gibt es noch die Laune-Aktivitäten. Das sind die, wie sich das Team eben fühlt. Dann habt ihr noch verschiedene bei den Animationen habt ihr noch verschiedene Reaktionen. Dann habt ihr hier noch bestimmte Gesichtsanimationen und eben noch viele weitere. Ihr könnt also Pause drücken und dann den Sim auswählen und dann diesen bestimmte Animationen abspielen lassen. Wenn ihr dann Play drückt, führen die Sims diese Interaktion aus. Dann könnt ihr noch mit diesem Move Objects Cheat könnt ihr dann die Sims in die richtige Position stellen, um eben eure Szene zu stellen. Und wichtig ist vielleicht noch der Cheat bei Debug. Den haben wir hier auch angewendet. Wir haben hier verschiedene Platten, Lichtplatten platziert. Diese findet ihr im Bydebug, unter vielen anderen Objects auch. Hier habt ihr dann diese Deckenbeleuchtungen. Diese könnt ihr einfach platzieren. Wenn ihr bestimmte Bereiche beleuchten möchtet, die Platten sind später im Live-Modus nicht mehr sichtbar. Wir haben jetzt hier
mehrere Platten gewählt und diesen die Farbe rot gegeben. Dann ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, im Live-Modus, hier regnet es jetzt zum Beispiel, ihr könnt mit Shift auf den Boden könnt ihr die Jahreszeiten ändern und das Wetter ändern. Ich wähle hier jetzt sonnig aus, dann dürfte der Regen gleich verschwinden. Ihr könnt hier auch die Schneetiefe festlegen. Also wenn ihr hier tiefen Schnee haben wollt, kein Problem. Dann könnt ihr die Windintensität einstellen. Ihr könnt die Baumschleifen einstellen und ihr könnt auch die Temperatur einstellen. Wenn ihr Szenen auf Gemeinschaftsgrundstücken stellen wollt, müsstet ihr diese eigentlich in ein Wohngrundstück umwandeln, damit ihr vollen Zugriff auf den Bau- und Kaufmodus habt. Das könnt ihr aber auch, indem ihr auf das Grundstück auf den Boden klickt und dann auf diesem Grundstück einkaufen oder bauen wählt. Somit könnt ihr auf einem Gemeinschaftsgrundstück auch eure Sims bewegen. Ihr könnt Objekte entfernen und verschieben, ohne dass ihr die Grundstücke umwandeln müsst, umständlich. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich denke, Tim hat's gefallen, euch auch. Ich hoffe, ihr habt vieles gelernt, wie ihr eure Screens und Videos selbst ganz toll erstellen könnt. Ihr habt mehrere Möglichkeiten kennengelernt, wie ihr die Kameraposition speichert, wie ihr baut, wenn es auf dem Grundstück brennt. Ihr könnt Animationen erstellen, ihr könnt Objekte bewegen, ineinander stellen, ihr könnt Objekte löschen, die euch nicht in die Szene passen. Ihr könnt Sprechblasen und andere Map-Symbole ausblenden und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die einzige Hürde ist jetzt noch eure Kreativität, was ihr damit anstellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Erstellen eurer eigenen Screens und Videos und ich hoffe, euch hat's gefallen.